Seit dieser Woche gibt es mit Hawkeye mal wieder eine neue Marvel-Serie zu sehen und deswegen wird es auch Zeit, dass ich mal wieder ein paar Folgenbesprechungen mache, weil in Hawkeye gibt es einiges zu entdecken. Ihr kennt ja vielleicht noch die Folgenbesprechungen von mir, wie zum Beispiel von WandaVision, und da habe ich euch im Trailer schon gesagt, dass es vermutlich so sein wird, dass sie verschiedenste Dinge aus ihrer Erinnerung und Kinderserien, die sie damals gesehen hat, in ihre Jetztzeit projiziert. Und es ist wahr geworden. Jetzt bin ich selber mal gespannt, was ich diesmal so finden werde. Und bei meinen Folgenbesprechungen gehe ich eben auf gewisse Easter Eggs ein und auch auf Charaktere, die noch sehr wichtig sein werden, wie zum Beispiel den Swordsman. Und da bin ich mir ziemlich sicher, der wird noch eine entscheidende Rolle hier einnehmen. Und ja, Hawkeye sollte ja eigentlich ein Kinofilm werden, ähnlich wie Black Widow. Da hat man sich dann aber umentschieden und Kevin Feige meinte dann, dass es doch vielleicht besser ins Konzept passt, das als Miniserie zu machen. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt, daraus 6 Folgen zu machen. Und ich muss sagen, ich finde die Entscheidung wirklich gut, weil bisher die ersten beiden Folgen gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Konzept als 6-teilige Serie sehr gut aufgehen wird. Und die Serie handelt ja nicht nur von Hawkeye, sondern auch seinem Nachfolger. Und das ist Kate Bishop oder Catherine Bishop, wie sie eigentlich richtig heißt. Und das ist eine Figur aus den Comics und wird verkörpert von Hailee Steinfeld. Die habe ich zum ersten Mal gesehen in True Grit, dem Western-Film, und da hat sie schon wirklich perfekt gespielt als kleines Mädchen und da dachte ich auch schon, die sollte man sich vielleicht mal merken als richtig gute Schauspielerin, und hier beweist sie auch wirklich, dass sie gut in die Serie reinpasst. Man glaubt ihr die Action-Szenen und vor allem bringt sie auch die emotionale Tiefe mit, die für den Charakter wirklich wichtig ist, so dass ich auch mit ihr mitfühle. Also ich finde, die hat man wirklich gut besetzt. Kate Bishop hatte eigentlich ihren ersten Auftritt in Young Avengers 1 und das ist auch noch gar nicht so lange her. Das war nämlich im Jahre 2015, da wurde in der Comicwelt dieser Charakter etabliert und vor allem zeigt uns das jetzt als Marvel-Serienfans, dass sie ein weiterer Charakter für die Young Avengers sein werden, die Kevin Feige ja nach und nach aufbaut. Das haben wir gesehen mit Speed and Wiccan in WandaVision, mit Patriot in Falcon and the Winter Soldier, mit Kid Loki in Loki und bald sehen wir auch noch Miss Marvel. Also dieses Young Avengers Team wird immer kompletter. Die Comic-Fans unter euch, die fühlen sich bei der Serie vermutlich an eine Comic-Reihe sehr stark erinnert. Und das ist die Comic-Reihe von Matt Fraction, die im Jahre 2015 rausgekommen ist. Und da geht es hauptsächlich darum, dass Hawkeye eben Kate Bishop trainiert. Und das hat man eben als Vorlage genommen für diese Serie. Und da hat man sich auch wirklich eine sehr, sehr gute Vorlage rausgesucht. Weil die Comic-Reihe, finde ich, gehört wirklich mit zu den besten Marvel Comic rein seit dem Jahre 2010. Ich finde, danach gab es so einen kleinen Bruch und da hat Marvel wirklich viel Mist rausgebracht, weil sie einfach nur auf diesen Marvel-Hype, also der Filme, mit aufgesprungen ist und möglichst viel veröffentlichen wollten, um einfach nur irgendwie Comics zu verkaufen, und dabei haben sie die Story ganz oft komplett vergessen. Ja, bei Hawkeye allerdings nicht, weil die Serie ist wirklich gut und die hat auch unter anderem den Eisner Award nicht nur einmal gewonnen. Also es ist wirklich eine Comic-Reihe, die ich jedem nur empfehlen kann. Und das sieht man auch an der Bildwelt. Da hat sich zum Beispiel das Intro auch sehr daran angelehnt. Da sieht man einmal die Farbwelt wieder, aber auch an Kate, die verschiedene Ausbildungsschritte durchgeht. Wie zum Beispiel am Schwert, mit dem Bogen oder auch im Karate, die ja noch alle für die Folgen wichtig werden. Eine Sache sollten wir uns auch noch ins Gedächtnis rufen. Wir kennen ja noch alle die Black Widow After-Credit-Scene. Und da haben wir Black Widows Schwester, also Yelena, gesehen, wie sie das Foto präsentiert bekommen hat, eben von Hawkeye als nächstes Ziel. Und deswegen wird Yelena vermutlich noch eine große Rolle hier in der Serie spielen. Vielleicht kommt sie ja auch schon in der dritten Folge vor. Und dann wird sich zeigen, ob sie es wirklich auf Clint Barton abgesehen hat oder ob sie aber vielleicht zusammenarbeiten werden. Und eine Sache muss ich auch noch zum Allgemeinen für die Serie sagen. Ich finde, die sieht wirklich richtig, richtig hochwertig aus. Das merkt man vor allem mit den Bildern in New York. Die Serie setzt viel auf Totalen. Das bedeutet, man hat da wirklich einen ganzen Straßenblock einfach dafür mal abgesperrt. Ganz viele Statisten engagiert. Und das zeigt eigentlich uns als Zuschauer immer, dass da wirklich viel Produktionsbudget hintersteckt. Und das sieht man auch in den Bildern. Das gefällt mir wirklich gut. Und sowieso hat man auch ein paar richtig gute Vorbilder für die Serie. Also einmal, was die Dynamik angeht zwischen Clint und auch Kate Bishop, hat mich ein bisschen an Lethal Weapon erinnert. Und auch der gesamte Stil erinnert so ein bisschen an Stirb langsam. Und gestorben wird auch direkt am Anfang der Serie. Und da hat man sich wirklich auch einen guten Beginn ausgedacht mit dem Jahr
Jahre 2012, als eben die Chitauri in New York angegriffen haben. Und das finde ich ganz schön, dass man einfach mal eine andere Perspektive einnimmt. Nicht die eines Helden oder eines Antagonisten, sondern einfach eines Menschen, eines Zivilisten, der da mittendrin ist. Und wie furchtbar muss das eben sein, wenn eben die ganze Stadt zerstört wird oder vor den Augen eben niederbrennt. Und das ist nicht so witzig. Und ich finde, das hat die Serie auf jeden Fall ganz gut eingefangen. Und da lernen wir so ein bisschen natürlich auch die Bishop-Familie kennen. Und wir merken auch gleich, dass Kate Bishop ihren Vater verloren hat. Aber da stelle ich gleich die erste Frage nämlich auf, hat sie ihn wirklich verloren? Weil wir sehen zum einen nicht, wie er gestorben ist. Und bei der Beerdigung sehen wir auch keinen offenen Sarg, wo er vielleicht mal zu sehen ist. Das könnte vielleicht bedeuten, weil er auch mit einem einigermaßen guten Schauspieler besetzt ist, dass dieser Charakter nochmal auftreten wird. Und da hat man auch so ein bisschen die Comic-Geschichte umgedreht. Weil eigentlich gibt es ja noch die Person der Mutter, nämlich Eleanor Bishop. Die wird gespielt von Vera Farmiga, macht sie übrigens auch klasse. Und in den Comics ist das so, dass sie eigentlich gestorben ist. Und deswegen hat man vermutlich jetzt die beiden Rollen so ein bisschen ausgetauscht. Und Jahre später in den Comics taucht sie dann plötzlich irgendwann doch wieder auf. Aber auch nicht irgendwie, sondern auch als Vampir. Und das könnte eben auch dann die Überleitung sein für eine kommende Serie von Marvel. Und zwar Blade, wo es ja auch um Daywalker und um Vampire geht. Den ersten Auftritt von Eleanor Bishop gab es übrigens im Comic Hawkeye Nummer 7 im Jahre 2017. Und später hat sich dann auch herausgestellt, dass der Vater von Kate, also Derek, verantwortlich war für ihren Tod. Und vielleicht hat man das in der Serie einfach ein bisschen umgedreht und dass sie jetzt verantwortlich ist eben für den Tod von Derek. Einer der nächsten großen Szenen in der Serie war eben Rogers the Musical. Und das zeigt uns vor allem auch, dass sich die Menschen damit noch beschäftigen, mit den Ereignissen, die ein paar Jahre oder knapp 13 Jahre zuvor passiert sind, weil die Serie spielt ungefähr im Jahre 2025, also eigentlich ziemlich genau Weihnachten 2025. Und der Blick von Clint, als das Musical seinen Höhepunkt nahm, war wirklich unbezahlbar. Und so fühlte ich mich ungefähr auch, als ich mal ein Musical oder eine Oper besucht hat, weil ich kann das ganz gut dann nachvollziehen. Und wir sehen dabei auch, dass Clint jetzt ein Hörgerät trägt, weil er eben gewisse Schäden mit sich genommen hat nach den ganzen Kämpfen und Explosionen. Und ich denke mal vor allem auch die große Explosion in Avengers Endgame, die hat dann so ihr Bestes getan, damit er wirklich fast jetzt das Gehör verloren hat. Und das macht ihn aber auch irgendwie menschlich. Und da zeigt die Serie auch, wie bodenständig das Ganze eben ist und wie menschlich dieser Charakter noch ist. Das sieht man einmal, als er zum Beispiel kein Autogramm geben möchte, weil ihm das unangenehm ist. Sowieso auf der Toilette, aber auch im Allgemeinen möchte er das nicht gerne. Und im Restaurant findet er es auch unangenehm eben, nicht die Rechnung bezahlen zu müssen und eingeladen zu werden. Und ja, das macht ihn irgendwie sehr menschlich und vor allem auch nahbar als Charakter, weil er ja zusätzlich auch gar keine Superkräfte hat, sondern nur wirklich gut mit dem Bogen umgehen kann und auch im Allgemeinen ein guter Kämpfer ist. Ein weiterer sehr wichtiger Charakter hier in der Serie ist der Verlobte von Kates Mutter, und zwar Jack. Oder soll ich besser sagen, Jacques Ducamp, der Swordsman. Der hatte seinen ersten Auftritt in Avengers 19 schon im Jahre 1965 und er war eigentlich Zirkusakrobat und konnte perfekt mit Schwertern und Messern umgehen. Das sehen wir ja auch in der nächsten Folge. Das eigentlich Wichtige ist aber, als er eben Zirkusakrobat war, wurde er von einem jungen Clint Barton gesehen und das fand er so faszinierend und hatte dann die Möglichkeit, von ihm ausgebildet zu werden. Deswegen ist Jacques Ducamp auch eigentlich der Mentor von Clint Barton, von dem er eben seine Fähigkeiten hat. Später hat er allerdings versucht, Clint zu töten und wurde eben zum Verbrecher. Eine nächste etwas wichtige und größere Szene war dann wieder die Auktion und da fand ich es erstmal toll, was es dann zu ersteigern gab. Also so ein Triceratops-Schädel hätte ich ehrlich gesagt auch gerne hier irgendwo im Wohnzimmer stehen, obwohl der wirklich sehr, sehr groß war. Und es kann vielleicht sogar sein, weil er gar nicht so alt aussah, dass dieser Schädel aus dem Savage Lands kommt. Das kennen die Comic-Kenner unter euch vielleicht. Das ist ein Land, wo es noch Dinosaurier gibt und vor allem Wolverine und die X-Men, die waren da schon öfter und auch andere Charaktere. Das ist so eine Special Insel, die immer mal wieder in den Comics auftaucht. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es in der Serie mal wichtig sein wird, aber es ist irgendwie so ein kleines Easter Egg gewesen, was eigentlich für die Serie eben wichtig war, was es da alles zu ersteigern gab. Und das waren vor allem das Schwert und auch der Anzug von Ronan. Wichtig ist, die Leute wissen noch nicht,
wer Ronan überhaupt ist, wer hinter dieser Maske steckt. Keiner weiß, dass es eben Hawkeye ist und das weiß auch Kate Bishop nicht. Zum Kampf muss ich sagen, den man da sieht, der war in Ordnung, der wirkte meiner Meinung nach aber so ein bisschen gestaged. Den fand ich ehrlich gesagt nur in Ordnung, das kommt jetzt nicht an die Finesse von Daredevil ran. Dann haben wir es auch gleich mit der Tracksuit-Mafia zu tun. Und das ist auch übrigens eine sehr wichtige Bande aus den Comics von Matt Fraction. Wenn ihr euch übrigens gewundert habt, warum sie die ganze Zeit Bro rufen, dann ist das wirklich auch 1:1 aus den Comics, weil jeder Satz von ihnen mit Bro geendet wird. So ähnlich wie Digger oder Bruder oder was die Leute sonst so sagen, um ihre Sätze zu beenden. Auch mit dem Jogging-Outfit hat man sich sehr an die Comics orientiert, weil auch da tragen sie solche roten Jogginghosen und Sweater. Und das passt auf jeden Fall schon mal zu den Comics. Und was wichtig wird, ist ja noch der Hund. Das ist der Pizza Dog, wie er auch in den Comics heißt. Da ist es aber dann so, dass er Ivan, also einem der Tracksuit-Mafia-Bosse, gehört. Und der hat einen kleinen Autounfall, also wird angefahren. Und dann wird er von Hawkeye eigentlich ins Krankenhaus gebracht und verliert dabei sein Auge. Und Hawkeye und Kate Bishop, die ziehen ihn dann später so weiter auf. Hier in der Serie ist es so, dass Kate ihn direkt mitnimmt und dann auf ihn aufpasst. Die Veränderung finde ich aber völlig in Ordnung. Ich finde es überhaupt schön, dass sie diesen Hund mit einem Auge irgendwie einbinden in die Serie. Und das wirkt auch ganz gut in der Serie. Und eine wichtige Sache gab es bei der Auktion noch zu sehen. Und das ist wirklich auch das große Fragezeichen. Und zwar die Uhr. Die wird nämlich später nicht mehr erwähnt. Und jetzt gehen die verschiedensten Gerüchte im Netz umher, was es mit der Uhr auf sich hat. Das stärkste Gerücht, was sich aktuell so verbreitet, ist, dass es eine Uhr von Tony Stark ist, die eben was mit der Armor zu tun hat. Das glaube ich persönlich ehrlich gesagt weniger. Ich glaube nicht, dass es Tonys Uhr ist. Irgendwie ist das zu offensichtlich. Dann habe ich überlegt, was könnte es noch mit der Uhr auf sich haben? Und vielleicht ist es ja eine Uhr von Bruce Banner und da ist eine Art Reststrahlung, also eine Rest-Gamma-Strahlung dran oder was ähnliches, was dann vielleicht verwendet wird oder aber wichtig wird, um eben She-Hulk einzuführen, die ja bald auch eine eigene Serie bekommt. Da könnt ihr mir eure Theorie ja gerne mal übrigens in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mal interessieren, was ihr da so denkt. Und dann gab es ja noch den Mord, für den auch Ronan später noch verantwortlich gemacht werden soll. Und das ist ja der Onkel von Jack. In den Comics ist es so, dass es der Vater von Jack ist und man überlegt jetzt, wer es sein könnte. Wir sehen am Ort des Verbrechens auch diese Bonbons. Der Mord wird auf jeden Fall noch wichtig sein für die nächsten Folgen, auch für gewisse Charaktere. Und am Ende gibt es dann eben das große Aufeinandertreffen von Kate und Clint als Hawkeye. Dieses Aufeinandertreffen hat mir auch gefallen. Also ich finde wirklich, auch für die späteren Folgen noch, also für die nächste Folge erstmal, die Dynamik zwischen den beiden gefällt mir echt gut. Die Serie gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Ich finde die auch persönlich deutlich besser als Loki, weil Loki tapste für mich nur auf der Stelle. Ich finde, da ist nicht so wirklich was passiert, meiner Meinung nach. Und nach WandaVision finde ich bisher die Serie wirklich am besten. Ich bin sehr gespannt, wohin sich das Ganze noch so entwickelt. Und dann gibt es morgen vermutlich direkt die nächste Folgenbesprechung für euch. Und jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr noch so entdeckt habt. Und dann macht's gut und bis zur nächsten Folgenbesprechung. Ciao!